Hallo, ich fixe willkommen zu einem Part von Normal Lost Phone. Das ist nett von dir, aber ich glaube, ich mag den jetzt zum Spieletreff kommen. Sehen wir uns trotzdem weiterhin? Die Musik ist gerade so schön. Aber wer erklärt mir dann die Regeln? Ich habe deine Erklärungen immer am besten von allen verstanden. Aber okay, ich verstehe schon. Und ja, natürlich sehen wir uns weiterhin. Hier als Entschuldigung, weil du ein Fan von Tonio bist, bekommst du ein Foto von seinem letzten Konzert. Du warst auf einem Tonio-Konzert? Oh Mann, jetzt bin ich neidisch. Frohe Weihnachten, Alice. Frohes Neues, Alice. Hey, wieso antwortest du nicht? Alice? Redest du nicht mehr mit mir? Frau Dubois oder so. Lieber Sam, deine Großmutter hat uns das Foto von deinem letzten Konzert gezeigt. Es hat uns sehr gefallen. Hallo, ja, das Foto wurde auch von einem ganz tollen Fotografen geschossen. Aber danke. Nein, wirklich, du bist groß geworden und wir finden dich toll. Vlad ist sehr stolz auf dich. Wird immer ganz nostalgisch, wenn er jemanden Harfe spielen sieht. Ich wusste gar nicht, dass er auch Harfe gespielt hat. Oh, das hat er auch nicht. Er hat früher viele Instrumente gespielt, aber Harfe war nicht dabei. Dabei ist es sein Lieblingsinstrument. Vielleicht hat er deswegen nie gewagt, eine Harfe anzufassen. Auf jeden Fall hat er großen Respekt vor allen Harfisten. Und wenn er das Instrument irgendwo hört, weckt das in ihm schöne Erinnerungen. Dein Vater hat uns gesagt, du hättest viel Talent. Beim nächsten Mal musst du Vlad unbedingt vorspielen. Oh, dann muss ich mich beim Üben richtig ins Zeug legen. Ich freue mich schon. Lieber Sam, Vlad und ich wünschen dir ein frohes neues Jahr mit allen, die du liebst. Sehen wir uns im Juni? Wir freuen uns darauf. Das ist genau wie ich und antwortet nie. Hao Li Wang. Aha. Alles Gute für 2016. Ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Danke, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Genieß doch den Rest der Ferien. Hi Sam, frohes Neues. Alles klar bei dir? Sag Grüße an den Eltern von mir. Danke, Thorin. Frohes Neues auch an dich. Oh, Sebastian. Kommst du morgen zu der Weihnachtsfeier? Ich komme mit Helena. Hi Sebastian, sorry für die späte Antwort, ich hab's total vergessen. Wie du sicher bemerkt hast, war ich nicht da. Ich war übers Wochenende auf einer Buchmesse. War die Feier gut? Ja, ganz okay. Nur ganz okay? Ja, Helena ging's auf einmal nicht gut. Oh Mist, ihr habt euch doch so darauf gefreut, zusammen hinzugehen. Ja, dachte ich auch. Ach so, war das gar nicht so? Doch, schon, aber dann lief's nicht gut und ihr ging's nicht gut. Ja, das hast du gesagt, aber was war denn? Hatte sie was Falsches gegessen? Die Schlampe hat mich mitten auf der Party einfach sitzen lassen. Was? Aber musst du sie deshalb gleich... Aber musst du sie deshalb gleich Schlampe nennen? Ich denke, sie ist deine Freundin. Am Arsch, von wegen meine Freundin. Wir sehen uns manchmal, hat sie gesagt. Hey, jetzt beruhig dich mal. Willst du mir erzählen, was passiert ist, oder sollen wir aufhören? Erst macht sie mich scharf und dann? Die ganze Woche hat sie mich heiß gemacht, Alter. Ich war so geil. Sie sah sie so zu einer besonderen Nacht. Und wir werden so großen Spaß haben. Ja und, das heißt doch nichts. Was soll das sonst heißen? Und dann, nach 0 Uhr, haben wir super eng getanzt und ihr Kleid war super sexy. Und sie konnte die Figur nicht von mir lassen. Und hat sich die ganze Zeit nur an mich gepresst. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Helena das machen würde. Dann sagte sie, sie muss aufs Klo. Wie, du kannst dir das nicht vorstellen. Alter, sie war dicht und seit Wochen wollte sie nichts anderes. Also bin ich hinterher und dann war sie auf einmal total strange und sagte, ich soll abhauen. Und dann ist sie gegangen. Ich hatte Kondome dabei, alles. Das sollte unsere Nacht werden und wir wollten es beide. Sie wohl eher nicht. Was soll das heißen? Du warst schließlich nicht dabei, also halt die Klappe. Außerdem, Frauen, man sieht es an ihren Augen, wenn sie es wollen. Also tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Bei Melissa ist es garantiert dasselbe. Helena und Melissa sind schließlich die besten Freundinnen. Lass Melissa bitte aus dem Spiel. Du bist derjenige, der hier ein Problem hat. Und ich glaube, du hast es echt verbockt mit Helena. Ja, ich bin gefickt. Und das alles, weil diese Nutte nicht zu Ende bringen wollte, was sie angefangen hat. Und deine Freundin kann sich ebenfalls ins Knie ficken. Ich wette, ihr vögelt nicht mal, du Homo. Uff. Melissa und Helena reden hinter meinem Rücken und weigern sich, mit mir zu sprechen. Ich weiß genau, dass du weißt, was sie sagen. Du ekelhaftes Stück Scheiße. Wo ist die Musik?
Komisch. Soll ich irgendwie anmachen? Ja, okay. So, Zufall. So, ich war gerade bei... Auf wen war ich denn hier? Harry Leseklub, okay. Huhu, kommst du mit am Wochenende? Haben es deine Eltern erlaubt? Ja, meine Mutter hat gesagt... Sorry. Deine Mutter hat erlaubt, dass ich auf eine Buchmesse fahre. Ich rufe dich... Oh, Buchmesse, aha. Ich rufe dich an, dann können wir alles andere besprechen. Buchmesse? Haha, nicht schlecht. Hauptsache, du kannst kommen. Yep, das war ein wahnsinnig schönes Wochenende. Danke, dass du mich dazu gedrängelt hast. Schön, dass du da warst. Helena. Helena, melde dich mal, sobald du das hier liest. Danke. Hi Sam, ich bin hier. Nicht viel los. Geht's dir gut? Ja, wieso? Sebastian hat mir gerade geschrieben und erzählt, was am Freitagabend passiert ist. Ich wollte mich einfach nur bei dir melden und sagen, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Komme bloß nicht mit Sebastian. Was weiß ich, was der dir erzählt hat. Ist mir auch egal. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, er hat dir nicht wehgetan oder irgendwas Dummes gemacht. Er schien total sauer. Sauer? Er ist sauer? Er kann mich mal. Und du auch, Sam. Von dir hätte ich was Besseres erwartet. Helena, ich bin auf deiner Seite. Ich habe versucht, dich zu verteidigen und ich mache mir Sorgen um dich. Deshalb schreibe ich dir. Tut mir leid, Sam. Ich fühle mich echt mies wegen diesem Vollidiot. Am Anfang vom Abend war er ganz der Gentleman, aber dann hat er irgendwann mal zu viel getrunken und fing an, dreckige Witze zu machen und mich überall anzufassen und mich beim Tanzen so eng an sich zu ziehen. Ich habe mich echt nicht wohl dabei gefühlt. Aber ich wollte nichts sagen, weil wir doch beide wollten, dass er abends schön wird. Tut mir echt leid, dass er sich so benommen hat. Kein Wunder, da fühlst du dich mies. Ich hatte die Schnauze voll, also habe ich gesagt, dass ich zur Toilette muss. Aber in Wirklichkeit wollte ich einfach gehen. Er meinte, er würde auch aufs Klo gehen. Aber dann ist er mit in die Damentoilette gekommen. Er hat mich am Arm gepackt und mit Gewalt an sich gezogen. Und dann wollte er mich in einer der Kabinen drängen. Alter... Das muss schlimm gewesen sein. Tut mir echt leid. Danke, Sam. Zum Glück kam dann jemand und er musste aufhören. Er war so betrunken, dass ich ihn vor mir schieben und weglaufen konnte. Ich habe einfach nur meine Sachen aufgesammelt und bin abgehauen. Keine Ahnung, ob ihn irgendwer noch zur Rede gestellt hat oder was sonst passiert ist. Ich hatte Angst und wollte nur noch nach Hause. Und bist du dann gut nach Hause gekommen? Und wie geht es dir jetzt? Ich war ein kleines bisschen betrunken. Eigentlich eher angeheitert. Also, es ging. Jetzt fühle ich mich total schlecht. Irgendwie habe ich die Situation ja provoziert. Das ist alles meine Schuld. Was? Nein, auf keinen Fall. Warum sagst du denn sowas? Als ich nach Hause kam, war mein Vater noch wach. Es war mir peinlich und ich habe mich geschämt. Er hat gefragt, was los ist. Also habe ich ihm gesagt, dass ein Junge mich auf der Party nicht in Ruhe lassen wollte. Und mich begrapscht hat und mir in die Wäsche wollte. Darauf mein Vater, ich habe dir doch gesagt, das Kleid ist zu kurz. Als Mädchen hast du gefälligst vorsichtig zu sein. Helena, hör mir mal zu, das war nicht deine Schuld und du hast keinen Grund, dich zu schämen. Hast du jemand anderem davon erzählt? Jemand, der dich versteht? Melissa zum Beispiel? Nein, und bitte sag du ihr auch nichts. Ich will mit niemandem darüber sprechen, es ist mir einfach zu viel. Melissa hätte garantiert ein offenes Ohr für dich. Hab keine Angst, sie versteht ganz bestimmt, was du durchmachst und kann dir sicher besser helfen als ich. Danke für alles, Sam. Andere Typen würden mich bloß auslachen, wenn sie wüssten. Aber dank dir fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Ich muss jetzt los. Danke nochmal. Ich bin für dich da, aber im Ernst. Sprich mit Melissa. Sie hilft dir. Das weiß ich. Bis bald. Uff. Lulu, Leseklub. Hi Sam, Harry hat mir deine Nummer gegeben. Meine Eltern finden die Idee nicht so prickelnd, dass ich am Samstag mit völlig Fremden dahin gehe. Und da dachte ich... Könnte ich ihnen vielleicht die Nummer von deinen Eltern geben, damit sie sich kurz unterhalten können und deine Eltern sowas sagen wie, keine Sorge, ihre Tochter ist in guten Händen, Sam, pass auf sie auf? Ja, ich weiß. Bescheuert wegen sowas, bescheuert wegen, was sich meine Eltern so Sorgen machen. Tut mir leid, aber das geht nicht. Meine Eltern wissen gar nicht, wo ich dieses Wochenende hingehe. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich fahre auf eine Buchmesse. Oh shit, du hast deine Mutter echt angelogen. Dann ist die Lage bei dir wohl komplizierter als bei mir. Okay, ich lasse mir was anderes einfallen. Bis hoffentlich Samstag. Ja, bis dann hoffentlich.
Lola. Bringst du morgen wieder das Spiel mit, das du letzte Woche dabei hattest? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das mit den Mäusen. Und ich muss eben was trinken. Okay. Der Kuchen von deiner Mutter ist so lecker. Voll lieb von ihr, dass sie uns jede Woche einbackt. Danke, ich riech's hier aus. Du bist echt ein Monster. Heute hast du dein wahres Gesicht gezeigt. Ich will dich nicht mehr sehen. Wenn du noch einmal den Fuß in den Treff setzt, erzähle ich allen dein Geheimnis. Mhm. Max Cello. Oh mein Gott, Herr Kaplan kennt Peter Norgard. Herr Kaplan, unser früherer Musiktheorielehrer? Kennt Norgard den berühmten Dirigenten? Nee, Norgard, den Fernsehkoch. Natürlich rede ich von dem Dirigenten. Und stell dir vor, ich habe gehört, dass er bei unserem letzten Konzert da war. Warum sollte er mit sowas seine Zeit verschwenden? Du bist witzig. Du warst der Beste von uns allen. Ja, nee. Ich sehe die Szene in meinem Kopf genauestens vor mir. Norgard total beeindruckt von Sam, dem Virtuosen. Und hinterher ruft er deine Eltern an und fragt, ob er dich in sein Orchester mitnehmen darf. Hey, ich bin fast 18, ich brauche gar keine Zustimmung mehr von meinen Eltern, wenn ich einen Vertrag unterschreiben will. Ich wusste nicht, dass du ein Jahr älter bist als ich. Ich wusste nicht, dass du ein Jahr jünger bist als ich. Andelbrettspiele. Aha. Sag mal, du bist doch mit Alice befreundet. Ich habe gehört, sie will was von Thomas. Hat sie was zu dir gesagt? Und was ist sie so für eine? Was? Sie ist super lieb und nett, aber das hätte sie mir gesagt. Woher hast du das? Ups, dann habe ich mich wohl getäuscht. Vergiss es einfach. Keine Chance. Von wem hast du das? Nico. Danke. Top. Na dann bis Sonntag. Cool. Der Tage müssen wir uns unbedingt mal treffen, was essen gehen. Dazu kam es nie. Okay. Ich habe absolut keinen Plan, was jetzt meine Aufgabe ist. Kann ich irgendwas mit der Musik machen? Okay, ich kann es mir angucken. Das war's auch. Lovebirds. Verbindung. Aha. Offline, doch nicht verfügbar. Rechner. Nice. Browser, keine Internetverbindung. E-Mail. Keine Internetverbindung. Galerie. Aha. Das ist doch Melissa, ne? Das ist wahrscheinlich Sam. Okay. Einstellungen. Sprache. Netzwerk. Öffentliches WLAN. Ah. Ups, rausgetappt. Sound. Aha. Daten löschen. Abbrechen. Wetter. Keine Verbindung. Oh, stopp. Aha. Das schreibe ich mir auf. Denn das ist das Passwort. 29064. Oh, wie cool. Gut. Und Nachrichten waren wir ja schon. Kalender. Leseklub. Ringo füttern. Kino mit Melissa. Ringo füttern. Brettspieltreff. Mathe-Klausur. Leseklub. Brettspieltreff. Leseklub. Kino mit Melissa. Buchmesse. Geburtstag Papa. Melissa im Urlaub. Neujahr mit Melissa. Museum. Zahnarzt. Theo, Raymond und Charlotte kommen. Aha. Theo anrufen. Kino mit Alice. Mein 18. Geburtstag. Der hat heute Geburtstag. Okay, Einstellungen.
So. 2. 9, 0, 6, 4. Okay. Huh. Kriegen wir auch neue Nachrichten? Nee. Kann ich ihm was schreiben? Anrufen? Nein, ich habe ja kein Guthaben. Ich kann auch nichts schreiben. Hm. Okay, aber wie es weitergeht beim nächsten Mal. Tschüss.